Oh boy, ich hab's endlich geschafft. Und damit willkommen zurück bei Killzone Shadowfall. Wie können Sie uns jemals verzeihen? PlayStation 4 Spiel aller Zeiten. Und da sind wieder irgendwelche Robospinnen, die explodieren. Hasse diese Viecher. Ohne Scheiß. Die sollen mich mit 50.000 Gegnern zuballern, aber nicht von denen. Adrenalin. Kann ich nicht aufnehmen, aber meine Schwubelfüße habe ich. Das ist schon mal viel wert, würde ich sagen. Ich habe auch gelernt, diesen Scanner öfters zu nutzen, um dementsprechend Feinde besser orten zu können. Wenn es denn welche gibt. Da ist ein abgestürzter Fahrstuhl, aber da komme ich nicht weiter. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Weiß was? Irgendwie in der Ecke. Achso, das Adrenalin. Ja, okay. I can climb up this way. Oder ich müsste runter. Das kann natürlich auch sein. Ja. Manchmal wünschte ich, die Leute würden es einfach vergessen. Statt Schmerz und Schuld könnte da Hoffnung sein. Alles klar? Das war mehr als eine Erschütterung. Die Beben werden stärker. Wir müssen zur Absturzstelle. Ja, was wollen wir denn die ganze Zeit über mehrere Stunden hinweg? Und ich hoffe mal, das ist das letzte Mal, dass ich irgendeinen dieser komischen Superpanzer erledigen muss, weil, Alter, dieses Stealth-Gameplay und alles, das... Grütze. Ich sehe die Absturzstelle. Natürlich ist da noch einer. Ich rücke vor. Er ist hier. Tyron. Er lebt. Scheiße nochmal. Sie fliegen ihn raus. Wir müssen ihm folgen. Er bringt uns zur Waffe. Okay, muss ich das Ding jetzt unbedingt ausschalten oder komme ich auch irgendwie so dadurch? Natürlich nicht. Da wurde ich schon entdeckt. Diese Panzer lassen halt nicht locker. Zerstören kann man diese Scheißdinger halt auch voll schlecht. Ey, dieses Spiel ist einfach nur die beste Videospielerfahrung, die man haben kann. Ich versuche mich irgendwie an dem Ding vorbeizumogeln, keinen Bock mehr gegen die zu kämpfen. Das ist einfach purer Pain in the ass. Macht halt überhaupt keinen Spaß. Null. Vor allem die Aufmerksamkeitsspanne dieser Viecher ist halt echt enorm hoch. Also, wollt ihr irgendwie nur Schatten sehen, feuern die mit allem ihrem kompletten Arsenal drauf. Ach, bleibt er jetzt da oder was? Er kann halt nur sehen, was er scannen kann, ne? Ja. Hier. Es war eine EMP-Bombe, du Arschloch. Ey, dieses Spiel, ne? Wow. Einfach wow. Fuck you. Wow. Das hat den überhaupt nicht gebockt, irgendwie, ne? Kommt man da irgendwie hoch? Versuche halt irgendwie hier eine Lösung zu finden, ohne jetzt mich irgendwie unnötig in Kämpfe zu bringen. Man All kämpft auch schon tapfer gegen alles, was sich bewegt. Aber irgendwie bringt mir das halt alles gar nichts gerade. Wo muss ich denn hin? Da hoch. Wie kommt man da hoch? Das ist doch schon die Quizfrage. Wie soll es da hochgehen? Also, ohne jetzt überhaupt... Hä?
Gott, ja. Ich will diesen räudigen Scan. Dreck. Nee, ich hab einfach konsequent keinen Bock mehr, gegen diese Maschinen zu kämpfen. Sorry. Das macht halt einfach keinen Spaß. Das ist halt echt absolut unspaßig. Aber wie es aussieht, komme ich hier einfach nicht weiter. Wenn ich dieses Vieh nicht irgendwie mal in die Knie zwinge. Da, und sobald es einen Krümel von mir gesehen hat, ballert er schon mit allem drauf, was es hat. Und die Zieltreffer, die Zielgenauigkeit von diesen räudigen Raketen trifft auch immer zu 1000%. Wie auch immer. Es ist halt so, es macht halt alles keinen Sinn. Oh, dieser Abschnitt ist einfach so scheiße. Dieser komplette Planet ist einfach nur Kacke. Ja, jetzt bin ich umzingelt. Und was jetzt? Jetzt renne ich mit diesem Scheißding hier herum. Hallo. Währenddessen kann ich halt nichts machen. Okay, rein damit. So, jetzt dreht der Scanner richtig am Rad. Das heißt, ich habe einen Generator davon zerstört. So, und ich brauche nochmal so ein Generator-Ding und dann habe ich es geschafft. Hurra. Ja, und damit verbringst du halt die... Woher? Ich habe eine Übermacht, der ich gegenüberstehe. Und aber nicht die Ressourcen, um das hier zu schaffen. Hat der mich jetzt gesehen? Ah. Ah, überall Laser. Es gibt keinen Zentimeter. Nichts. Der hängt jetzt die ganze Zeit darum. Da ist das Ding. Wo ist der Panzer jetzt hin? So, ist das was? Ach, guck mal. Ein Raketenwerfer. Ja, meine Fresse. Geil. Kann ich damit einen von diesen Kackpanzern mal zerstören? Geht das denn? Wow! Anscheinend nicht. Oder ich habe nicht getroffen. Ich weiß es nicht. Sind die nahezu unzerstörbar, ja? Anscheinend. Boah, kurz im Strahl. Echt. Cool. Ah, fuck you. Wenig Munition. Ist mir egal. Ich will das Ding im Dreck liegen sehen. Cool. Keine Munition. Schon okay. Das Ding schießt auf mich. Passt schon. Adrenalin habe ich. Nur noch eins. Wenn mich das Ding tötet, boah, darf ich alles normal machen. Was ich mich jetzt frage ist, wo kriege ich so einen Kack Generatorteil noch mal her. Guck mal, da kommt schon der Typ hier. Liegt da eins? Nein. Liegt da eins? Ja. Voll weit weg. Bin jetzt schon richtig Fan davon.
Das heißt, da ist dieser Kanister und der muss da rein. Weißt du was, hier. Wie tötet man den? Außer mit dem Raketenwerfer, den man halt immer zur Hand hat, ne? Wohlgemerkt. So, jetzt weg hier. Einfach weg. Einfach weg. So, das ist das Ding. Guck mal, da ist sogar noch eine Comic-Seite. Kann ich scannen? Ja, kann ich. Da ist das Ding. So. Wo ist der Panzer? Der läuft da lang. Okay. Das ist eine Grütze, ey. Also das Missionsdesign hier, zumindest in diesem Levelabschnitt, das hat echt die pure Grütze. Da spiele ich lieber die schlechteste Mission in Call of Duty 10-mal statt das. So. Einer mit. So. Draufballern. Dann bin ich den los. So. Aha, jetzt geht's. Das heißt, ich muss das Ding zerstören. Das sagt einem das Spiel aber nicht. Das Spiel geht davon aus, dass ich das weiß. Guck mal, ich werde noch fleißig beschossen. Vielen Dank. Eben, weg da. Ja. Hä? Wie weg da? Wohin? Ja, ich kann nicht rennen. Was willst du von mir? Wow, ein riesiges Schiff. Das sieht aber relativ cool aus. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass... als ich damals Killzone gespielt habe, dass das so kacke war wie das. Es landet. Es hat die Erhöhung passiert. Los. Hä? Los? Wohin? Warum ist sie denn auf einmal wieder weg? Wo soll wir denn jetzt hin? Hier durch diesen Spalt oder was? Jetzt darf ich wieder rennen, weil das Spiel sagt, ich darf. Die roten Trophäe erhalten. Meine Fresse. Ich sehe ihn. Er führt uns direkt zur Waffe. Schwer bewacht. Wir müssen die mobile Scan-Einheit deaktivieren. Ich suche einen anderen Weg. Wenn wir flankieren, haben wir bessere Chancen, durchzukommen. Denken Sie dran, Kellen. Nicht die Waffe einsetzen. Auf gar keinen Fall. So weit wird es nicht kommen. Billon, der Zerstörer. Hä? Achso. Ich muss wieder so eine mobile Scheißeinheit deaktivieren. Ist das denn hier ernst? Wer hat denn ernsthaft nach all dem jetzt noch Bock, das zu machen? Mal ganz ehrlich. Das ist doch Folter. Könnt ihr doch nicht ernst meinen. Aber ja, ich spreche eine klare Empfehlung aus. Falls ihr eine PlayStation 4 besitzt, dann gehört dieses Spiel definitiv in euer Repertoire. Es ist sein Geld wert. Und ja, ist der beste Shooter, den man für die PlayStation 4 kaufen kann. Also ohne zu fragen, würde ich sagen, klar, lass mal machen.
mich in diesem Shooter auch die ganze Zeit über, als wäre ich irgendwie 3 cm hoch. Das ist irgendwie ganz strange. Sorry, keine Zeit für deinen Monolog. Sie kümmern sich um die mobile Scan-Einheit. Ich sehe die Basis. Okay, das ist sogar noch besser. Sie kümmert sich um die mobile. Zerstören Sie die Energiezellen. Kann ich das nicht von hier aus machen? Das wäre so viel einfacher, als da runtergehen zu müssen. Diese komischen Flakgeschütze, die hier aufgestellt sind. Oh boy. Okay, sehe ich den von hier aus schon irgendjemanden, dem ich eine Kugel in den Kopf verpassen kann? Ich kann die Kamera zerstören, das kann ich. Dann habe ich da nämlich schon mal ein Problem weniger. Mhm. Das her. Oh, sie wissen, wo ich bin. Hä? Ja. Glaubst doch nur du. Ach, stimmt, der hat ein Schild. Oh mein Gott, ja. Was leuchtet mich denn da an? Weiß man nicht. Hä? Da seid ihr. Treffsicherheit ist viel besser als meine. Die Gegner besser zielen als du. Da weißt du ganz genau, das ist das Spiel deines Lebens. Shooter-Steuerung auf der PlayStation ist halt einfach so kacke. Also wer ernsthaft meint, ja, Ego-Shooter spielen sich auf der PlayStation auch gut. Nein, tun sie nicht. Ich kann mit meinem Bot-Bot nichts machen. Die sind alle zu weit weg. Wie zerstört man die Dinger überhaupt? Geht das überhaupt? Weiß man nicht. Wow. Hier was wo? Na, warte mal. Klappt ja wunderbar. Ich drücke L1, ne? Übrigens. Huli. Hier hat nichts. Hält das Adrenalin noch an? Okay. Nein. Okay, jetzt nicht mehr. Weg hier. Einfach weg. Einmal durch die feindlichen Flanken stürmen. Was zur Hölle war das? Weil die Fässer kaputt gegangen sind. Was? Was? Was
bist du? Was jetzt? Alter. Halt. Alter, halt's Maul! Gott, was ist das? Kann man diese... Ja, genau. Kann man diese räudigen Sequenzen, wenn man stirbt, nicht irgendwie skippen? Ich sehe die Basis. Wo kriege ich denn ein Scharfschützengewehr, wenn es mir nichts bringt? Ah, fuck you. Mach hier auch den großen Fuck you. Was liegt da überhaupt für Knödel hier rum? Da, mit der Waffe kann ich die mobilen Lufteinheiten, glaube ich, ausschalten mit dem Alternativfeuer. War das so? Nee, ist einfach nur ein Gewehr. Cool. Na ja, dann. Die sind nervig. Aber keiner kann mir erklären, wie man die kaputt macht. Rate 1000%. Ja. Ich dachte, bei einem Schuss in den Kopf stirbt man, aber in diesem Spiel ist das wohl nicht der Fall. Ah, doch. Mann. Alter, ja, genau. Ich kann nichts machen. Was soll ich denn tun? Außer den hier mit Blei vollpumpen. Wo auch immer hin. Da ist ein rotes Licht, weil alles hier rot leuchtet. Die Roten sind die Bösen. Weiß man ja. Wow! Es ist kaputt. Na, das ging doch hervorragend. Einfach alles niederballern. Oh, fuck you. Ja, genau. Die beste Waffe der Welt. Gib mir das da. So. Da unten ist noch irgendeine räudige Kamera. Wo ist die denn? Da. Was kaputt. Gott, meine Fresse, ist das anstrengend alles. Also am Anfang muss ich sagen, hatte ich mich schon sehr unterhalten gefühlt bei diesem Spiel, aber gerade ist es aktuell echt nur noch, das adert richtig hart in Arbeit aus. Aber so richtig. Und jeder Schritt ist irgendwie anstrengender als der letzte. Ich hab noch nie einen Menschen so schnell nachladen sehen. Ja, da. Der ist dein Ziel. Zeig's ihm. Brustrunde. Ja, und jetzt. Bam. Fuck you. Oh, der nächste bitte. Elektroimpuls. Diese komischen Typen mit ihren Schutzbarriere, die sind halt super lästig. Ja, der Würfel bald leer ist, nehme ich den Ehre. Was? Ist das ein Granatwerfer? Ein integrierter Granatwerfer? Steh doch dann rüber, komm. Hier wird Is. Ja, das will ich sehen. Ah, laufen und zielen in Perfektion. Hier liegt noch Kram rum.
Ah. Oh, Adrenalin. Oh, Knarren. Ja, das ist die gute Waffe. Ah, eine Zeitung. Das? Nix. Hier kann ich was tun. Kann's deaktivieren, aktivieren, irgendwas hacken. Hack's einfach mal. Denke ich, Sicherheitskameras oder so ein Käse kann ich ausschalten. Ja, irgendwas ist jetzt gestört. Ich weiß aber nicht was. Naja, egal. Weiter geht's. Mein Ziel ist ja irgendwo da unten. Da ist die Plattform. Ich muss aber sagen, das Lied, was im Hintergrund läuft, das finde ich irgendwie nicht irgendwie gut. Gar nicht mal so schlecht. So, ich sollte mich jedoch vor diesem Fuck You-Geschütz in Sicherheit bringen. Hä? Ich kann hier rein, aber hier ist nichts. Oder doch? Hä? Die Tür hier geht nicht auf. Was soll ich denn da drin? Okay, ich muss noch weiter runter. Muss ich halt vor diesem Scan-Ding aufpassen. Okay, jetzt schnell. Okay, direkt in Deckung. Außer Reichweite, natürlich ist er das. Status, alles sicher. Wie, was, wo? Hä? Muss ich hier nicht... Was ist denn jetzt auf einmal wieder los? Meine Fresse. Hä? Ich ärgere doch nicht so auf diese räudige Scheiß-Plattform. Was machen die da oben? Gott, ja. Noch ein Granatwerfer. Gott, ja. Das war nix. Jetzt. Was ist mit diesem Geschütz? Ich kann keinen Zentimeter gehen, ohne dass es schießt. Ja, das Ding hat mich jetzt auch noch gesehen. Guten Tag. Ich hocke in der Ecke und warte, bis irgendwas passiert. Was ist das für ein Geräusch? Dieses Gatling-Geschütz, das geht mir halt auch mega auf die Nerven. What the fuck? Da, ein komplettes Magazinball, ich hier nicht rein, damit du endlich stirbst. Meine Fresse. Brauchen wir den Angriffsmodus von der Drohne. Ansonsten bringt die mir halt nichts. Deck die mit Tiefenfeuer ein. Was haben die denn für ein Wallhack? Bin gleich wieder tot. Oh Gott, ist das eine Grütze.
Gut, die wäre ich endlich los, meine Fresse. Ich weiß halt auch gar nicht mehr, wo ich hin muss, ne? Das ist fantastisch. Ah, nach oben drücken. Okay, da ist ein Ziel. Ein paar Meter. Da kommt dieses fette Fuck you-Geschütz und dann. Was soll ich dann machen? Hier runter oder was? Hier ist ein Ziel. C4 platzieren. Ja, dann. Sprengsatz bereit. Okay. Weg hier. Okay. Hier ist ein Safe Place, oder? Wenn das C4 hochgeht. Können wir schon mal zum nächsten gehen. Oh mein Gott. Natürlich ist es da auch noch ein Geschütz. Ich warte jetzt einfach. Vielleicht bekomme ich einen Checkpoint. Geilo. Weil diese Pisse will sich keiner freiwillig geben. Aber hey, dafür habt ihr mich. Ich spiele auch gerne schlechte Videospiele. Einfach nur um zu merken, wie viel Geld hier reingepumpt wurde. Warte auf Detonation. Wir treffen uns am Eingang. Ich bin unterwegs. Hä? Warum schleiche ich hier jetzt durch? Keine Ahnung, einfach so. Hochklettern. Yay. Minigun. Endlich. Now we're talking. Viele Scan-Einheit zerstört. Wie, was, wo? Infiltriere die Basis und finde Tyrant und die Waffe. Ein Moment, hier ist etwas. Hier ist gar nichts. Wo muss ich denn jetzt lang? Jetzt bin ich gerade so ein bisschen orientierungslos. Da ist die kaputte Scan-Einheit. Was mache ich denn jetzt? Ich verstehe es nicht. Hier ist was. Okay, da komme ich nicht rein. Ha 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 ha. Nehmt das. Kommen noch mehr. Ihr habt keine Chance. Blöd, wenn ihr da eine Minigun legen lasst. Okay. Hä? Du. Okay, ich bin drin. Gehen Sie zum Eingang. Ich öffne die Türen. Ich stehe schon davor. Also muss ich die Gegner erstmal abwehren, bis wir dann weiter können. Die Munition habe ich noch, 327 Schuss. Ein Dossier. Okay, das sieht so aus, als könnte ich scannen. Ja, nein, vielleicht. Ich will die Minigun aber nicht wegwerfen, wenn ich dafür scannen muss. Können die Tür nicht einfach so öffnen? Aber da brauchen wir ja zwei für. Geht ja alleine gar nicht. Was jetzt? Achso, ich muss mit ihr reden, oder was? Treffen Sie sich mit Echo. In den meisten Shootern gibt es immer irgendeinen, der Echo heißt. Ich gehe vor. Geben Sie Rückendeckung. Nein.
Die Waffe ist nicht hier. Tyron muss sie haben. Hier. Warum läuft sie so komisch, wenn sie über diese Streben drüber muss? Ah, jetzt auf einmal. Warum muss ich erst rausgehen, damit sie reinkommt? Ich hätte doch selber... Ist egal. Ich hinterfrag einfach nichts. What? Wo ist die Minigun hin? Ich sichere den Zug. Räumen Sie das Container-Dock. Ich räume jetzt erstmal gar nichts. Denn wir machen jetzt hier erstmal Schluss bei diesem fantastischen Ego-Shooter. Killzone und Shadowfall für die PlayStation 4. Ja, wie gesagt, von meiner Seite aus ein klares Muss. Wer Killzone und Shadowfall nicht gespielt hat, ist selber schuld. Ihr habt echt megamäßig was verpasst. Deswegen mein Aufruf an euch, falls ihr eine PlayStation 4 habt oder eine PS4 Pro oder auch eine PlayStation 5, schnappt euch dieses Spiel. Es wird sich definitiv für euch lohnen und euer Leben bereichern. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Killzone Shadowfall.